Boah, das haben wir lang geübt. Mensch, meine Lieben, ich koche ein Gericht aus dem Buch Feierabend Blitzrezept der Express Bulgurtaler mit Camembert und Preiselbeeren. So schaut das Ganze aus. Ich mache es aber so ein bisschen anders. Lasst euch mal überraschen mit was anderem Süßen. Erstmal braucht man Bulgur. Ja, total gesund, unkompliziert zuzubereiten. Und der Bulgur wird mit einer entsprechenden Menge heißem Wasser oder heißer Brühe übergossen. Und dann dauert es ein paar Minuten, ich würde mal sagen so 8 Minuten, dann quellt der und dann kann man weiterverarbeiten. Achtung! Ja, so schnell geht es. Der hat richtig schön Konsistenz, ja, der ist schön weich. Und lecker Bulgur, ja, nicht zu verwechseln mit Couscous, wobei mit Couscous würde das Ganze eben auch funktionieren. So, jetzt passt mal auf. Jetzt mache ich meinen Laserschwert mal richtig schön scharf. Und zu diesem gequollenen Korn kommt jetzt ein bisschen Gemüse. Ja. Paprika wäre schön klein geschnitten, erst in Streifen und die Streifen, so steht es geschrieben, in wunderschöne kleine Würfelchen. Ja, die Paprika, die bringen so ein bisschen Musik in das Gericht, schöne Farbe und natürlich auch so ein bisschen den Crunch. Also rein hier und jetzt kommt alles gemeinsam hier rein und zwar frischen Parmesan, ja? Also das mediterrane Gold, ja? Und zwar ordentlich. Ja? Lasst euch da nicht aus der Ruhe bringen. Frischer Parmesan am Stück muss es sein und nicht den geriebenen. Ja? Dieses Nisspulver, kann man blind werden. Ja, ja Bernd, du musst gar nicht lachen. Da kriegst du absolut Sehstörungen mit diesem, hat ja auch gar nichts mit Parmesan zu tun. Dann trenne ich das einmal, warte mal, bleib mal da. Dann kommt ein Eigelb dazu und jetzt das Ganze idealerweise, ich mache das so schnell, mit einem Handschuh vermengen. Die Prise Salz noch dazu. Ach Gott, warte mal. Macht keinen so Stress, schön in Ruhe. Heißt zwar Henses Blitzrezepte Express nach dem neuen Buch, ja, Bestseller, müsst unbedingt mal reinschauen. Aber deswegen müssen wir keinen Stress haben. So, der Bulgur hat schön Konsistenz mit dem Käse, schön vermengen. Ja, dann ist es so ein bisschen saftig. So, und nun, Handschuhe da runter, jetzt habe ich saubere Hände, kommt ein Stückchen Kräuterbutter in die Pfanne. Jetzt werdet ihr euch wundern, wieso nehme ich eine fertige Kräuterbutter? Ganz einfach, weil die fertige Kräuterbutter einfach ruckelzucki da ist und in der Regel eben auch gut schmeckt. So, und jetzt noch dazu kleine, feine Talerformen. Kleiner Profi-Tipp noch am Rande, solltet ihr euch die Masse ja, nicht entsprechend gut halten, gebt einfach nochmal ein Ei dazu. Und vielleicht auch ein Teelöffelchen Mehl. Ja, kann man gut und gern machen. So, ich weiß jetzt überhaupt nicht, warum ich gerade eben Handschuhe angezogen habe, wenn ich jetzt sowieso hier drin bin. Aber mit Handschuhen so lecker kleine Talerformen ist ein bisschen schwer. Okay, jetzt schön anbrutzeln lassen, dann wenden. Und die Kräuterbutter, die gibt dem Ganzen nochmal richtig schön Geschmack mit auf den Weg. Ich mag das total gern. Und bin auf der Suche nach einem Handtuch. Okay, seid ihr bereit? Ja, schon aus der Licht. Das ist meine Designerbrille. Ja. Ich sehe ja prinzipiell gut, muss überhaupt nicht lachen. Ja. So. Oh, schau, die müssen wir umdrehen. Also allein mit der Kräuterbutter ist das schon eine feine Sache. So, weiter geht's im Text. Jetzt habe ich Camembert und richtig schönen, cremigen, leckeren Käse und dazu
habe ich eine gute Marmelade, Konfitüre. Ja? Das muss jetzt nicht unbedingt meine leckere Aprikosen-Konfitüre sein. Das kann ja auch was anderes sein, aber die ist natürlich schon Kategorie sensationell gut. Das kommt oben drauf. Und zwar reichlich. Altasiatisches Sprichwort, viel hilft viel. Und obendrauf, auch nicht geheizt mit den Reizen, ein großes Stück von diesem Camembert. Seid ihr noch bei mir? Ja, ihr wach. So, Achtung, obendrauf kommt ein bisschen Henzepfeffer, geschrotet. Jetzt haben wir auch so ein bisschen so eine Schärfe. Und das Ganze kommt jetzt in den Ofen. Und zwar Grilleinrichtung. 4 Minuten. Heiß, 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 heiß. So, und, not bad, würde ich mal sagen. Vegetarisch und saumäßig gut. Und idealerweise serviert ihr da so ein bisschen Salat dazu. Also ich habe ein bisschen Rucola. Der Rucola-Salat dient dann so ein bisschen als Bett. Ich finde es übrigens super, wenn man Rucola immer so, ja, so lauwarm verspeist, dann schmeckt der noch so genial nussig. Poh. Wenn ihr irgendwie eine Ahnung hättet, wie das duftet, ihr würdet durchdrehen zu Hause. So, that's it. Dann noch ein bisschen Balsamico-Sirup à la Henze. That's it. Blitzrezepte. Vegetarisch. Mit unfassbar viel Geschmack. Guten Appetit.